Zeit wie dein Bier. Lebe dein Leben, geh deinen Weg, sei wie du bist. Bleib wie dein Bier. Natürlich, frisch, frei. Freiberger, herb frisches Pilz. Klick auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Braumeister Michael heißt Sie zur Premium-Bierführung hier in Freiberg. Herzlich willkommen. Ja, dass Freiberg die älteste Bergstadt Sachsens ist, das wissen ganz viele. Aber dass Freiberg auch die älteste Braustadt in Sachsen ist, das wissen ganz wenige. Ja, und bevor wir natürlich über das Bier reden, müssen wir erstmal einen Fakt klären. Was ist Bier? Da gibt es viele schöne Dinge über das Bier. Bier ist Grundnahrungsmittel, Bier ist Medizin, Bier macht schön. Oder haben Sie schon mal einen Mann gesehen, der sich schminken muss? Nein, das Heilige Konzil 817, das ist fast 1200 Jahre her, hat festgestellt, Bier ist ein christliches Getränk. Und damit, meine Herren, sind wir aus dem Schneider. Wenn wir abends beim Bier sitzen, dann ist das kein Saufen, sondern ein heiliger Vorgang. Und Sie, meine Damen, wenn Sie Ihrem Mann ein frisches Bier holen, dann ist es ein Akt christlicher Nächstenliebe. Und damit wir auf dem Weg des Bieres vorwärts kommen, jetzt einfach mal mir nach. Rostig wird die Grubenschiene, wenn der Hund nicht drüber läuft. Zornig wird des Bergmanns Miene, wenn er nicht ab und zu mal säuft. Bereits im Jahre 1227 gibt es hier in Freiberg ein Schrotamt. Und wissen Sie, was das war? Eine Bierbehörde. Den Freibergern war das Bier so wichtig, dass man dafür ein eigenes Amt einführte. Und wir wissen es deshalb, weil der Amtsvogt des Schrotamtes im Jahre 1227 sein gesamtes Jahreseinkommen der Kirche zur Verfügung gestellt hat, damit er, seine Frau und die Kinder von allen Sünden ledig gesprochen werden. Ob das geklappt hat, wissen wir natürlich nicht. Aber wir haben ein Schrotamt. Und diese Bierbehörde hatte folgende Aufgaben. Gebraut wurde ja noch in einzelnen Häusern. Die Kupferkessel, die man dazu brauchte, waren Eigentum der Stadt. Die wurden nur durch das Schrotamt in das Haus transportiert, welches dran war mit Brauen. Damit hat man verhindert, dass schwarz gebraut wurde. Vermessen des Hopfens, Aufgabe des Schrotamtes. Transport des Braugutes in die Brauhäuser, Schrotamt. Nachmessen der Braubottiche, der Fässer, ob die richtige Größe hatten. Das alles war Aufgabe des Schrotamtes. Bezahlen der Brauer und Melzer, Schrotamt. Der Transport des fertigen Bieres vom Erzeuger zum Verbraucher, Schrotamt. Das Sauberhalten dieser Stadtröschen, Schrotamt. Und wenn es in der Stadt mal brannte, dann war das Schrotamt verantwortlich, dass über dieses Wasserleitungssystem das Wasser bis zur Brandstelle kam. Wie wichtig, nochmal betont, muss den Freibergern das Bier gewesen sein, um ein eigenes Amt zu schaffen. Es wird in der Stadt überlegt vom Oberbürgermeister Schramm, ob man nicht das Ordnungsamt schließt und das Schrotamt wieder eröffnet. Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Nun müssen wir mal klären, wer war denn brauberechtigt in Freiberg, außer dem Adel und der Geistlichkeit? Sie werden es nicht glauben, es waren die Bürger. Bürger in Freiberg konnte aber nur sein, wer Mann und Hausbesitzer war. Und die Bürger, die brauberechtigt waren, hatten sich am 29. September eines jeden Jahres, es ist übrigens der Tag des heiligen Michael, einzufinden im Rathaus. Die Braureihenfolge wurde gelost. Wir stehen am Kunsthandwerkerhof. Das war nicht immer Kunsthandwerkerhof. Es war mal Poststation. Und was für uns ganz wichtig ist, es war Brauhaus, es war Wirtshaus und Badestube. Nun werde ich oft gefragt von jungen Leuten, wieso Badestube? Ja, sage ich, die hatten früher keinen Hahn an der Wand, wo das Wasser warm und kalt herauskam. Sie mussten sich ja Wasser von draußen holen. Das war kalt. Wer es warm haben wollte, musste Holz kaufen. Und selbst wer warmes Wasser hatte, hatte noch keine Gelegenheit, wo er mit seinem Revue-Körper eintauchen konnte. Was machte man? Man ging also ins Wirtshaus. Dort hat man den Körper von innen gereinigt. Und danach ein gemeinsamer Besuch der Badestube. Und unsere Altvorderen waren sonst sehr fortschrittlich. Die haben nämlich gemischt gebaden. Nicht evangelisch und katholisch, sondern Männlein und Weiblein. Die Wanderung ging entlang der Burgstraße in Richtung Akademiestraße. Hier befindet sich das Gründungsgebäude der Bergakademie Freiberg. 1765 gegründet, die TU Bergakademie Freiberg, die älteste montanwissenschaftliche Universität der Welt. Und Sie würden es nicht für möglich halten, mit Gründung der Bergakademie ging der Bierverbrauch in Freiberg nach oben. Ob die Herren Professoren dafür Schuld haben oder die Studenten, aus diesem Streit halte ich mich heraus. Aber was interessant ist, die Herren Studenten und Herren Professoren hatten unterschiedliche Gastwirtschaften. Warum? Wenn die Herren Studenten des Nachtens aus der Gastwirtschaft kamen, hatten sie ein Mitteilungsbedürfnis. Sie haben gesungen. Einige Freiberger haben das als Krölen aufgenommen. Und Sie können sich vorstellen, zur nachtschlafender Zeit, wie wunderbar das hier zwischen diesen Häuserwänden geschallt hat. Was machten die Freiberger Bürger? Sie riefen die Stadtwache. Die Herren wurden registriert.
an die Universität gemeldet und dann ging es ab am nächsten Tag in Karzer. Das wollten die Herren Studenten natürlich auch nicht. Was machten sie? Sie suchten sich Wirtshäuser am Stadtrand. Zum Beispiel Richtung Weißenborn, die Rosine, die leider weggerissen ist. Oder der letzte Dreier Richtung Brand. Der Konstantin in Zug und selbst die Ölmühle in Oberschönau. Wenn die Herren dort nachts aus der Wirtschaft kamen, dann konnten sie singen. Wen wollten sie vertreiben? Es war Fuchs und Hase. Und wenn die hier in der Stadt angekommen waren, dann waren sie erschöpft und wollten nur noch schlafen. Und damit war der Streit zwischen Freiberger Bürgerschaft und den Studenten beiseite gelegt. Meine Damen und Herren, was den wenigsten Leuten bekannt ist, Freiberg war bis 1700 der größte Bierproduzent in Sachsen. Die Mengen waren größer als die, die in Dresden, Leipzig oder Torgau produziert wurden. Im Jahresdurchschnitt waren es ca. 80.000 Hektoliter. In Spitzenjahren kam man sogar bis auf 100.000. Und selbst in Zeiten von Krise, Krieg oder Missernten hatte man immer noch eine Produktion von ca. 40.000 Hektoliter. Und wissen Sie, was das Schönste an diesen 80.000 Hektolitern waren? Ein Viertel blieb hier in der Stadt. Wir sprachen schon darüber. Bier war Grundnahrungsmittel. Der Bürger startete also früh sein Frühstück mit einer Biersuppe. Bier wurde erwärmt und es wurde Brot hineingebrockt. Dazu gab es eine Freiberger Kanne, 0,9 Liter. Und da alle regelmäßig Bier tranken, fiel das gar nicht auf. Es gab ja nicht den Straßenverkehr wie heute. Keine Radfahrer, keine Autofahrer. Es konnte also nichts passieren. Denn der Handwerker hat ja sowieso in seinem Gebäude gearbeitet. Grundnahrungsmittel, selbst für Kinder wurde dünnes Bier gebraut. Und selbst Wöchnerinnen erhielten kostenfreies Bier, weil man der Meinung war, es regt die Milchproduktion an. Meine Damen und Herren, nach der Burgstraße erreichen wir den Obermarkt. Wer mich bei der Führung bis jetzt ertragen hat, wird selbstverständlich belobigt. Warum? Wir verkosten jetzt einen Freiberger Bockbierbrand. Freiberg liefert Bockbier nach Dresden in die erste Spezialitätenbrennerei Augustus Rex. Und die machen aus diesem vorzüglichen Bockbier einen hervorragenden Bockbierbrand, der letztes Jahr in Österreich eine Goldmedaille erhalten hat. Ich muss dazu sagen, das ist kein billiger Schnaps, sondern ist ein ausgezeichnetes Produkt. Und das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam. Dafür hat jeder seinen Krug bekommen. Das ist die Eintrittskarte. Und natürlich auch für die Verkostung des Bockbierbrandes brauchen wir diesen Krug. In Kursachsen ist es verboten zu trinken ohne Trinkspruch, sonst ist es Saufen. So etwas machen wir natürlich nicht, wir Sachsen. Und unser Trinkspruch für diesen Schnaps lautet: Trinke nie ein Glas zu wenig, denn kein Richter oder König kann von diesem Staatsverbrechen deine Seele ledig sprechen. Lieber ein zu viel getrunken und darauf in stiller Kammer Buße tun beim Katzenjammer. Prost! Prost.